So, willkommen zurück. Wir haben ein neues Foto bekommen, okay. Auch ein neues Foto. Handy nicht verfügbar, toll. Sollen wir denn machen? Wir sollen. Was nehmen wir noch so neu? Wahrscheinlich meine Prime-Sachen bekommen. Nee, natürlich nicht. Warte, wir noch was. Das ist weg. So, es gibt noch einen Weg, Danny. Schlagt eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Heute brechen wir durch Castillos Blockade. Ich weiß, dass wir Erfolg haben werden. Okay, also wenn wir hier müssen. Aber wo genau wir jetzt müssen, das Spiel nicht. Okay. Mi amigo. Immer an da oben muss ich hin. Danny, hörst du mich? Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiffe abriegelt. Nee. Nicht schlafen, alter Mann. Die habe ich längst ausgeschaltet. Vorsicht, Danny, du hörst dich langsam an wie eine echte verdammte Guerilla. Ja, ich war schon fleißig. Das ist schon erledigt hier. So. Ja. So, übrigens habe ich erfahren durch einen Test von dem Spiel, dass die Pistole, die wir haben, so verdammt gut ist, dass man damit bis zum Ende vom Spiel durchspielen kann. Bisschen doof, oder? Eigentlich, aber gut. Haben wir hier noch eine Kiste? Da sollen wir jetzt hin. Das Geschütz hätten wir sonst auf dem Weg zu dahin erledigen können, ne? So, wir gucken mal uns die Kiste an. 200 Meter. Okay. Wenn. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mit dem Spiel bis jetzt deutlich mehr Spaß als mit deinem Assassin's Creed Valhalla oder so. So geht das? Sieht so aus, ne? Okay. Es wird uns ein Jagdgebiet freigeschaltet. Okay. Auch Recherche. Das wird. Ey, das dauert so lange. Oh, mein Krokodil. Krokodil ist der krasse. Jetzt bin ich hier. Mich hier aber nirgendwo ranziehen oder so. Wie es aussieht. Klettern ist auch nicht. Da ist auch nichts. Oh, ich würde einfach nur da runterfallen. Ich jetzt mal diese scheiß Animation haben. Vor allem, es dauert so ewig lange. Hätte ich gedacht, dass die Animation so lange sein muss. Der Krokodil. Da ein bisschen Metall. Das Metall. So, und da ist irgendwo ein Kletter. Ist der innen drin oder was? Ach, Deutsch. Ich kann wegen der Scheißmarkierung nicht genau. Instant Mastery. Wieso gebe ich was Böses liegen? Was haben wir hier?
mich auf! Scheiße! Ein Wölflein. Oh, oder ein Kojote. Was ist mit ihm? Ist er jetzt mein Feind? Warum ist er jetzt mein Feind? Hä? Warum ist er jetzt mein Feind? Dann noch ein bisschen. Aber jetzt geht's mal schon wieder gut. Also gehen wir hier rein. Und können uns dann hochziehen. Aha. Was ist also draußen einfach nur ein Fake? Gut zu wissen. So. Munition. Alter, der ist ihm ausgewichen. Komm zurück, Wappo! Komm halt so. Ich hab doch irgendwo noch einen Sniper, oder nicht? Danny, wo bist du? Das ist unsere einzige Chance, durch die Blockade zu kommen. Ich bin unterwegs, Clara. Beeil dich, Danny. Bitte. Heute entscheidet sich, ob Libertad lebt oder stirbt. Ist echt so dringend jetzt? So dringend? Bin ich, ne? So, wir haben hier alles soweit. Hier noch. Ich hätte gerne irgendwie ein bisschen mehr Schnellreisemöglichkeit, wenn ich ehrlich bin. Jetzt schnell reisen oder ist immer noch nicht gestattet? Jetzt können wir, hier hin. Müssen wir eben das Ding holen. Jetzt hätte ich an sowas Schnellreise machen können. Finde ich ein bisschen doof. Aber gut, ist halt so. Ist halt so. So. Das. So, hier kann ich mein Fahrzeug rufen. Oh, kann ich mal machen. Ja. Im schicken Blau. Oh. Nett. Gabamore. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich wollte sterben. Das könnt ihr mir das noch nicht erzählen. So. Jetzt einfach den Weg hier runter. Bis zum Leuchtturm. Ist da überhaupt beim Leuchtturm gewesen? Ah doch, da bin ich doch, glaube ich, mit dem Panzer rumgekust, ne? Dann nehmen wir einfach hier den Pfad. So. Ja, dann bin ich gut. Wenn man auf AZ mal Gas geben würde. Ich folge gerade der Straße. Krokodil! Was denn? Ja, danke. Alter. Wie schlecht kann man sein, ne? Auf beschädigtes Fleisch. Jetzt.
geschichtetes Fleisch. Was ist hier los? Okay, machst du voll aus? Ich ignoriere jetzt einfach mal. Hola. Hola. Hola, Senior. Ja, schönes. No. Gar nix. So. Ist das mein Krokodil? Alter! Alpha-Kiotenfleisch, okay, deswegen hat er so viel ausgehalten. So. Welche Videos von der Ollen, okay. Dann lass ich Beweismittel eigentlich. Sollte man die nicht eher lieber vernichten? Ganz doof gesagt. Befinde ich mich angeblich schon wieder im Kampf. Mit wem denn? Na los. Wem befinde ich mich denn jetzt im Kampf? Ruhig, ganz ruhig. Vamos, vamos! Wüsste ich jetzt gerne mal. Ne, Pferdchen, sag mal. Mit wem befinden wir uns denn im Kampf? Pferdchen hüpfen mal, schön. Sehr schön. So. Hüpf. Bin ich hier richtig? Da kann ich neben dem Weg, glaube ich. Nehmen wir für den Schleichpfad hoch. Ja. Bin schnell fest, dass unser Pferdchen nicht mehr kann. Hoppala. Ich höre, mir geht's genauso wie dir. Nein, ich will das Zeug aufheben. Ich bin ja so ein Looter. Aber ich muss irgendwie da hoch. Kiste. Ich bin da hoch. Was ist das so? Nicht hier hoch? Ah. Das ist allerdings angenehmer als erwartet. Zack, zack. Klingt so, als würde ich den ganzen Wald abholzen, aber gut. Marotzer Jeans, alles klar. Was ist hier dafür ein Name, ey? So. Unterwegs, Clara. Beeil dich, Dani. Bitte. Heute entscheidet sich, ob Libertad lebt oder stirbt. Ja, ja. So. Was ist denn hier los? Wer das? Nennst du ja Arschgesicht, hä? Glaube ich ja nicht. So. Dann haben wir jetzt alle Kisten geholt. Ich hätte gerne irgendwie so eine Statistik für die Insel. Immer schön. Haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen bekommen. Was haben wir denn hier? Ausserien regeneriert sich schneller. Was haben wir denn? Verteidigung. Ne. Haben wir bei der Verteidigung? Der Schweißbrenner wird verbessert. Fahrzeuge werden automatisch repariert, wenn du in ihnen bist. Kann nur auch. Kann nun auch Geschütze reparieren. Oh, ich. Dann kann man mal Munition tragen. Munition ist gerade sehr praktisch. Was haben wir hier? Deine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich, wenn deine Waffe im Holster steckt. Haben wir hier automatisch das Löschen von Flammen, ne? Ja.
Ist relativ gut, finde ich. Haben wir noch mal zwei Sachen. Aha. Ja, wir sollten uns jetzt mal nicht zur Leuchtturm aufmachen. Leider darf ich ja keine Schnellreise hinmachen. Bin ich immer noch bescheuert, dass sowas nicht geht. Ich hätte gern Fahrzeug. Ich brauche eine Karre. Alter! Alter! Okay. Wolltest du das hier? Gute Wahl. Okay. Gehen wir mal Gas. Alter, geht das Ding ab. Alle Gefangenen. Was müssen hier so viele Gefangene unterwegs? Ups. Boah, Alter, die Karre ist mega. Schön schnell. Ich wollte dir noch etwas sagen. Lada, das war eine tolle Rede. Hör zu. Was passiert? Ah, die haben wir besser genommen. Für alles, was du für Libertad getan hast. Und für mich. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos Blockade gebrochen sind. Wo ist denn hin? So, ich muss so eine krasse Kurve fahren, okay. So. Hat auf mich geschossen oder ist das ein Gras, das ich umfahre? Wow! Okay. Ich bin bei Castillos Schiffen. Muy bien, Dani. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind... Also gut, wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, Libertad. Sie sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Jetzt. Bald. Du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Erst gucken, dann schießen. Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Mhm. Lita, hier würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julio. Das war's. Den Kameras. Können wir rausschalten? Ach, kommen da dann raus. Ah, das ist geschützt. Da muss ich wirklich genau dann drauf sein, okay. Einmal. Na gut. Auskundschaften und ein Handy raus. Ja, ja doch schon. So, dann wollen wir mal. Wird ein unbefugtes Gebiet. Oh nein. Hoffentlich gibt es hier keine Haie. An Bord. Jetzt geht es um alles, Dani. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Nichts schöner gehört. Euch.
So. Hier, Jimenez. In meinem Sektor ist alles ruhig. Sehr sicher. Ich sagte, wir brauchen Verstärkung. Ja, voll. Wir reden hier mittlerweile von mehr als ein paar Guerilleros. Bin da drauf, was das war! Früher oder später verwehrst du mich. Mörder! Gone. Dieses Mal entkommst du nicht. Kamera. Nummer 1. Bei dir klingt das so einfach, Juan. Es gibt genügend. Warte, kann ich? Kann ich? Verstanden, Julio. Ich kann mich ernsthaft in das Geschütz setzen. Bringt mir noch nicht so viel, ne? Medicines. Mit. Zu dir reinkommen. Nimm mich da rein. Ah. Okay, einfach Scheiben zerschießen. Ist das so im Leuchten? Da bin ich vielleicht über Wasser schneller. Oh, schöne Musik. Herr Juan, brauche ich deine Unterstützung? Dass du mich bitte nicht killst. So. Was laufen hier denn alle hin, ey? Nichts Verstärkung hier. Wie sollen wir denn noch hier killen? Geht denn hier ab? Das ist da oben rauf. Achso, oh. Sag mal, das ist doch früher. Ja, nehmen wir mit. Los, gib mal Rückendeckung. Ah! Ja, so viel zur Rückendeckung, danke. Ei, ei, ei. Oh, jetzt noch. Oh, warte, 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 warte. Komm schon. Pschuh! Boom. Mach ich um? Oh, oh, oh. Okay.
Der brennt aber ordentlich, der Hut, ey. Ui, jeppa. Ja, Bewegung, ey. Da brennt. Ups. Oh, ich habe ja das Ding auch benutzt, ne? Oh, das war zu hoch. Bumm. Bumm. Die soll jetzt wieder da hoch. Was soll ich denn die ganze Zeit da hoch? Bereit. Da, den unten oder was? So. Hier an Bord oder was? Ach komm, die gehen hier richtig an Bord. Ja gut, dann gehen wir wieder da hoch. Warum auch mal wieder hoch sein? Ich habe noch viel mehr Spaß, die Leute abzuknallen. Ach, soll ich jetzt für die Seilrutsche nehmen oder was? Was jetzt, will das Spiel jetzt von mir? Ich bin jetzt hier oben. Jetzt? Was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Irgendwie trefft ihr alle den einen da unten nicht, ne? Kann das sein? Können wir da hier? So. Sind wir fertig? Was ein Scheiß! Das war jetzt alles. Ich musste nur an das Geschütz ran oder was? Ja, und jetzt? Okay, spiel was selber, glaube ich selber gar nicht, was es will. Leider, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Danny. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Kann ich mich an Julio, an den hier dran halten? Julio. Okay. Du, Clara. Da kommst du doch. Ist doch gerade da gespawnt vor unseren Augen. Guck mal, man sieht sogar den Rauch da hinten wirklich. Krass. Okay. Da auch. Da jetzt auch. Hui. Ins Boot. Viva Libertad, Dani. Ja, nice. Tschüss, ihr Schiffe. Hallo. Das ist Feuerwerk. Richtige Gebiet, richtiges Gebiet. So, darum darf ich mich, so darf ich mich nicht. Es geschafft, Danny. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie eine von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay. Wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Präsidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment. Was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Danny. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen.
Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yarana werden eine ganze Generation lang Yarana umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand wählt das freiwillig. Doch, Dani. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich. No, no. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara.